Ganz kurz vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du auch meinen Newsletter lieben. Geh einmal auf jörg-mosler.de/newsletter und trag dich dort kostenfrei ein. Schließ dich über 3000 Unternehmern an und erhalte 2 E-Mails pro Woche für mehr Mitarbeiter und Azubis. jörg-mosler.de/newsletter. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast. Und wenn das Sport wäre, dann wäre das sozusagen das Rückspiel. Aber es ist ein Podcast und deswegen ist es das Rückinterview. Denn ich war schon bei meinem heutigen Gast im Podcast für ein Interview, ebenfalls als Gast vor Ort. Und jetzt ist es eben das Rückspiel, / Rückinterview mit Friederike Diegel. Grüß dich, hallo. Hallo, lieber Jörg. Ja, das ist richtig schön, wie du es jetzt gerade anmoderiert hast, weil gestern hat ja Deutschland im Basketball WM geholt, deswegen. Stimmt, cool, wenigstens Basketball können wir noch spielen. Ja, genau. Ich danke dir herzlich für diese Rückeinladung. Ganz toll. Dankeschön. Ich freue mich sehr, weil das wirklich mal ein Thema ist, wo ich sage, das haben wir so überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl es logischerweise auch definitiv wichtig ist, auch für mein Kernthema Mitarbeitergewinn. Und von daher finde ich es wirklich sehr, sehr spannend, dass wir uns mal über Räume und deren Wirkung unterhalten. Sagt ja auch der Titel, den ihr mit Sicherheit gelesen habt, bevor ihr draufgeklickt habt, ja, miese Räume, miese Stimmung. Und das wollen wir jetzt zusammen mit Friederike mal so ein bisschen aufdröseln, wie ist das gemeint. Sag uns doch kurz vorher noch, wer du genau bist und was du so machst, wenn du nicht gerade podcastest. Okay, also von Haus aus bin ich eben Handwerkerin, Raumausstattermeisterin und habe noch eine Zusatzausbildung gemacht in Richtung Feng Shui. Und mein größtes Anliegen ist halt wirklich die Räume, bewusste Räume zu gestalten, wo sich jeder drin wohlfühlt. Und nicht nur in einem Raum, sondern letztendlich eigentlich in allen Räumen. Und ja, außerhalb des Podcasts ist das eben wirklich meine Mission und Vision, wirklich an die Handwerker, an die Unternehmen zu gehen, um denen wirklich mitzuteilen, Mensch, guckt euch bitte eure Räume an, die haben so viel Auswirkung und ihr könnt sie so wunderbar benutzen, dass sich da auch wirklich jeder wohlfühlt. Und ich mache das jetzt schon seit 25 Jahren und bin eben der klassische Handwerker und weiß in dem Sinne, wovon ich rede. Ich stelle mir das ja total spannend vor, gerade in deinem oder in dem Feld, in dem du arbeitest. Man, es ist ja so, wenn du irgendwo Experte bist, dann hast du immer so diesen Analyseblick. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwo auf eine Karriereseite komme, dann habe ich sofort, den Button, den würde ich aber anders machen. Und das ist aber, ist das bei dir so, wenn du in Räume kommst, dass du reinkommst und dann läuft ja so ein Schau über den Rücken, wie kann man da einen Schrank hinstellen? Das gibt's doch gar nicht. Ist das so oder ist das übertrieben? Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also ich sag mal, es war früher wirklich so, weil ich da so viel gesehen habe. Aber mittlerweile kann ich das gut trennen, dass ich wirklich sage, wenn ich den Auftrag habe, dann gucke ich genau hin, weil sonst war ich da sofort in diesen Räumen drin und hatte schon viele, viele Ideen. Und das hat mir dann doch ganz schön viel Energie geraubt. Und insofern, wenn ich den Auftrag habe und wenn da wirklich jemand genauer was wissen will, dann steige ich natürlich sehr gerne ein und finde grundsätzlich gute Lösungen. Ja, also das ist auch wirklich so meine Leidenschaft. Also das geht dann. Also auf Knopfdruck geht das. So funktioniert das. Okay, gut. Also es ist nicht so, wenn ich dich zum Kaffee einlade und dann schnell die Tassen hole, dass du dann schon mal die Möbel verrückst. Gedanklich könnte das passieren, ja. Doch, gut. Das könnte schon passieren, wenn ich da so ein bisschen die Muße habe. Dann mache ich das auch gedanklich. Und wenn es angebracht ist, sage ich dann auch mal was. Da muss ich aber immer so ein bisschen feinfühlig sein, weil letztendlich ist das ja auch eine ganz, ganz private Angelegenheit. Also das habe ich auf jeden Fall wirklich im Bewusstsein, weil das ist so privat, Unternehmensräume genauso wie Privaträume, weißt du, da geht man ja dann wirklich in eine Veränderung rein und das muss wirklich sehr sachsam oder bedacht auch gemacht werden.
Okay. Also ich habe mir vorgenommen, dass wir das Interview ein Stück weit so gestalten, was kann ich für mich machen, also jetzt als Chef, als Chefin in meinem Büro, in meinen Räumen, was kann ich für meine Mitarbeiter tun, was kann ich für meine Kunden tun. Bevor wir uns auf diese Dreierstruktur stürzen, vielleicht einfach mal die Frage, also von dir als Expertin aus gesehen, was ist der Unterschied für den Menschen oder für die Person zwischen einem gut gestalteten, gut durchdachten und einem schlecht gestalteten Arbeitsraum? Was macht das wirklich aus? Also wenn wir jetzt genau auf diesen Arbeitsraum gehen, macht das erstmal schon viel aus, wenn die Möbel einfach nur reingestellt werden, weil du die jetzt hast und weil sich keine Gedanken gemacht wurden, wo jetzt wirklich der beste Ort wäre, wo dein Schreibtisch stehen würde. Also ich sag mal, ja, du bist jetzt ein Arbeitnehmer und darfst ein Büro beziehen und der hat eben, ich sag mal, kein Gefühl dafür und stellt jetzt den Schreibtisch zwischen einer Tür und einem Fenster. Und da merke ich dann schon gleich, okay, der ist so im Durchzug, also ne, Tür auf, Tür Fenster. Und das ist so ein Platz, wo ich sage, da kann man nicht in Ruhe arbeiten, weil eben wie in einem langen Flur, ne, es wird einfach da durchgerauscht. Und das ist ein unangenehmer Platz, wenn man das dann weiß. Und da fängt eigentlich schon die schlechte Raumgestaltung, will ich nicht sagen, aber eine ungünstige Raumgestaltung an, weil es dann auch noch andere Gegebenheiten gibt. Also es ist echt abhängig, wo ist die Tür, wo sind die Fenster, wo habe ich geschlossene Wände, habe ich eine Dachschräge, habe ich ein Dachfenster, habe ich Balken, wie sieht die Decke aus, was habe ich für einen Boden, architektonisch sind irgendwelche Stützbalken. Also da ist schon ganz viel, was ich im Vorfeld wahrnehmen kann, was einfach die Gegebenheiten des Raumes halt darstellt. Und wenn ich das erstmal analysiert habe, was habe ich denn in dem Raum? Ist der hoch, ist er niedrig, ist er dunkel, ist er hell? Dann kann ich ja da bewusst Einfluss nehmen, damit ich genau das Gegenteil dann erreiche. Dass derjenige dann einen guten Arbeitsplatz hat, hat halt eine geschlossene Rückwand, hat einen guten Überblick und einen guten Weitblick. Und Überblick heißt halt wirklich, ich habe den Blick zur Tür, zum Fenster und ich kann nicht überrascht werden, wenn hinter mir irgendjemand reinkommt. Und das sehe ich halt sehr, sehr häufig, dass da wirklich die Büros sind, dass der Mitarbeiter mit dem Rücken zur Tür sitzt und du musst dir vorstellen, da kriegst du ja jedes Mal einen Schrecken und du kannst niemals Blickkontakt halten. Das ist auch so ein Punkt. Du siehst ja nicht die Person und kannst mal kurz mit Gestiken sagen, hey, hier geht gerade nicht, ich telefoniere oder ich muss noch was zu Ende schreiben. Das kann man ja wirklich mit Augen und Zeichen mal gerade sagen, 5 Minuten, dann kannst du kommen. Und das ist ja auch schon eine ganz, ganz simple, einfache Situation, das im Raum wirklich rüberzubringen. Kann man das in so einem Verhältnis ausdrücken? Also jetzt kann ich ja einen Tisch haben und ich kann einen, keine Ahnung, super duper hochfahren, rauf, runter und designen, keine Ahnung was Tisch haben. Und dann kommt es aber auch noch drauf an, wo ich das hinstelle. Gibt es da ein prozentuales Verhältnis, wie wichtig das Möbel an sich ist und wie wichtig prozentual ist der Platz, wo ich ihn hinstelle? Naja, der Platz ist wesentlich wichtiger als was habe ich denn für einen Tisch. Also Okay. Das ist unerheblich. Also da kommen wir dann schon in die Arbeitsschutzmaßnahmen, so von wegen, ja, jetzt hab mal bitte einen hochdrehbaren oder elektrischen Schreibtisch, das ist dann schon Luxus. Aber letztendlich ist es erstmal egal, was du für einen Schreibtisch hast, die Position ist das absolute Nonplusultra. Die Position im Raum, damit du da wirklich in Ruhe arbeiten kannst. Also das sehe ich schon immer wieder. Und nicht nur in den Handwerksunternehmen, sondern einfach nur mal kurz ins Private. Du hast ja auch Kinder. Wenn man wirklich in die Kinderzimmer geht, der Schreibtisch steht an der Wand. Und manchmal so, dass das Kind mit dem Rücken zur Tür ist, weil da jetzt das Fenster gerade ist. Entweder an der Wand oder vorm Fenster, aber immer mit dem Rücken zur Tür.
Und das ist so ein Unterbewusstsein, wo es halt hakt, also wo man wirklich sich unsicher fühlt. Und wir wollen ja stabile Menschen haben im Arbeitsleben, dass die mit einer guten Rückendeckung wirklich super arbeiten können. Und das macht so aus. Dieses kleine Teil oder Detail macht wirklich schon was Großes aus. Also wenn man das bewusst macht, dann bin ich immer wieder erstaunt, was das für eine Auswirkung hat. Okay. Also das ist ja schon mal ein wichtiges Learning. Also kauf keinen 15.000-Euro-Tisch, wenn du ihn an die falsche Stelle stellst. Das ist doof. Okay. Ja, genau so. Wissen wir schon mal. Gut. Okay. Ja. Muss ich die Überweisung noch stoppen? Okay. Und jetzt mal angenommen, das war jetzt ein Beispiel. Okay, Rücken zur Tür. Wenn ich jetzt verschiedene von diesen Parametern, da gibt es ja mit Sicherheit nicht nur einen, beachte, kannst du dann sagen, was in der Praxis dann passiert? Bin ich produktiver? Werde ich nicht so schnell müde? Arbeite ich besser? Oder was hat das für einen spürbaren Effekt? Ja, auf jeden Fall. Das, was du schon gesagt hast. Also produktiver, weil du dich sicher fühlst. Du wirst effektiver. Du hast dann auch um dich rum natürlich deine ganzen Ordner oder die Dinge, die du brauchst, gleich parat. Du musst nicht lange Wege gehen zu irgendeinem Schrank. Also das baust du dir natürlich auch noch drumrum. Und gerade in der heutigen Zeit hast du dann auch noch dein ordentliches Backing in deinen Zoom-Calls oder Team-Meetings. Und die Produktivität beziehungsweise die Motivation ist einfach wesentlich höher, wenn du in einen Raum, in dein Büro kommst und sagst, ja, jetzt kann das Arbeiten beginnen, ich fühle mich super. Und weil das Ganze ist subtil. Also das heißt nicht, du weißt genau, wie es dir jetzt in dem Moment geht, sondern das ist ja das Unterbewusstsein, was dich eher so unsicher lässt, wenn du eben im Rücken zur Tür sitzt. Und wenn du jetzt wirklich bewusst an diesen Ort gehst und jetzt arbeitest, dann hast du eine ganz andere Haltung. Ne? Also ich mag nicht diese Versprechung, ja, jetzt bist du produktiver, jetzt bist du leistungsfähiger. Sowas kann ich gar nicht versprechen, will ich nicht. Mir ist es wichtig, dass jeder da sich reinfühlt und merkt, ah ja, hier ist ein Unterschied, ah ja, es fühlt sich besser an. Und wenn es sich da nicht besser anfühlt, dann muss ich noch mal ein bisschen nachjustieren. Das ist mir wichtig. So jetzt, wie gesagt, eben gerade dieses effektiv und 40%, ja, mehr Leistung. Nee, also das kann ich gar nicht. Da bin ich ja abhängig von dem Gegenüber, der das dann auch macht und ausprobiert. Also das ist das Wichtigste, das zu spüren. Okay. Macht das Sinn für dich? Ja, gut, also was nochmal? Ich habe jetzt gerade nicht. Ja, macht das Sinn für dich so? Ja, ich wollte jetzt gerade nochmal nachfragen. Also ich meine, logischerweise frage ich nach, ne? Aber bei mir ist das schon klar, dass man nicht sagen kann, ja, wenn du den Stuhl verrückst, dann bist du sofort 20% effektiver. Das ist mir klar. Aber okay, also es sind so einfach diese kleinen Dinge, sage ich jetzt mal, wie ich morgens, wenn ich das Licht anschalte, welches Gefühl mir das gibt, wenn ich dann auf meinen Arbeitsplatz blicke. Ja, auch. Und das wird sich dann, ich sage jetzt mal, ja, aufsummieren, sage ich jetzt mal, je länger ich in so einem Umfeld arbeite, wo ich mir morgens einfach denke, so, Mensch, macht wieder Spaß, mich an diesen Tisch zu setzen. Mhm. Und genauso mit diesem Gefühl spreche ich dann vielleicht mit dem ersten Mitarbeiter, der morgens zu mir kommt, als wenn ich irgendwo, ne, zwischen Stapeln von keine Ahnung was sitze, genau mit dem Rücken zur Tür, und dann kommt der erste Mitarbeiter und dann gebe ich dem schon mal wieder einen mit, so ungefähr, weil ja der morgen schon wieder schlecht war. Okay, ich verstehe das. Dann lass uns doch vielleicht mal, ich gehe mal davon aus, die meisten, die uns jetzt zuhören, werden jetzt nicht aktuell gerade die Umbaupläne fürs Büro oder so auf dem Tisch haben, ja, sondern die meisten denken sich, naja gut, wenn es denn mal so weit ist, dann frage ich die Friederike halt mal. Übrigens werde ich euch die Webseite in die Shownotes packen. Aber lass uns doch mal über die kleinen Maßnahmen sprechen, die vielleicht jeder jetzt für sich und sein Team und seine Kunden machen kann, angefangen im eigenen Büro. Also wenn ich jetzt da reinkomme und meinen Blick schweifen lasse,
Wenn ich jetzt durch, ach, das ist poetisch, wenn ich jetzt durch deine Augen mein Büro sehen könnte, was würden mir diese Augen dann verraten? Also wo sollte ich mal gucken? Was kann ich machen? Positionen, vielleicht Dinge, die ich hinstelle. Was wären da so deine Tipps fürs eigene Büro? Naja, zuerst müsstest du mal mit dem Auge wirklich gehen, so wie du gerade gesagt hast, ich habe mein Büro noch nie gesehen. Das ist zwar sehr schwer, aber kann hilfreich sein, da mal zu sagen, okay, ich blende das mal aus und wenn ich jetzt als Erster da reinkomme, was passiert denn hier? Also im Endeffekt geht es darum, wenn wir ganz vorne anfangen am Gebäude, wo hat der Mitarbeiter sein Auto, wo kann das hinstellen und wie kommt er in den Betrieb rein? Sagen wir mal, es ist Handwerksbetrieb. Die meisten parken irgendwo hinterm Haus. So, dann haben wir schon zwei Dinge. Wir haben hinten eine Eingangstür, also einen Hintereingang und meistens vorne für den Kunden den Haupteingang. Aber welcher wird mehr benutzt? Ja, der Hintereingang durch die Mitarbeiter. Also das ist auch schon mal so ein Thema. Das heißt, der Mitarbeiter kriegt nicht mit, wie vorne eigentlich überhaupt der Haupteingang, wenn die Kunden reinkommen. Ne? Da kriegt er nicht mit, weil er da nicht reingeht. Also das ist schon mal eher zum, ja, nicht zum Nachteil, aber dieses Bewusste, ich betrete den Betrieb genauso wie ein Kunde, nämlich eben mit den Augen und fühle mich da wohl und lasse mich da nieder. Also das ist Punkt 1. Wenn jetzt die Mitarbeiter auch schön durch den Haupteingang gehen, dann gilt es auf jeden Fall, dass es irgendwo eine Art Empfang oder einen Raum gibt, der ein bisschen größer ist, damit du dich orientieren kannst. Das ist auch immer ganz wichtig, ja, wo muss ich denn hin? Da haben wir mal einen Handwerksbetrieb, wo es ein Ladengeschäft gibt, dann ist das natürlich der Präsentationsraum, also das Ladengeschäft. Und da muss ich natürlich auch Orientierung haben, wo gehe ich denn hin? Wenn ein Raum rechts geht oder nach links, weißt du ja nicht, wo kommt denn jetzt die Person, die mich beraten will, raus? Also da gilt es halt auch zu gucken, wie lenke ich den Kunden, jetzt sind wir beim Kunden, jetzt sind wir mal ein bisschen gesprungen, Entschuldigung, aber dann, wann kommt denn der Mitarbeiter oder der Chef raus, um den zu bedienen? Und da kann man mit einfachen Mitteln eben sagen, okay, den einen Raum gibt's vielleicht nicht, das hat was mit der Tür zu tun, da gestalte ich das ein bisschen geschlossener, damit auf jeden Fall der andere oder die Person nach rechts geht. Im Büro gilt es halt wirklich, wie viele Menschen sind denn in einem Büro? Wie viele sollen denn da arbeiten? Ein, zwei, dreier Büro, das ist ein großer Faktor. Und dann gilt es eben da, diesen Schreibtisch zu positionieren, weil es gibt für jede Person einen guten Platz. Den kann man erschaffen. Also ne, die Schreibtische aneinander und dann im rechten Winkel ans Fenster und ich habe rechts eine Person, links eine Person, ist super, weil dann haben den Blick zur Tür und ist super. Kommt die dritte Person, sitzt sie ja meistens frontal davor und die hat den schlechtesten Platz. Also gilt es dann da zu gucken, muss die Person da noch drin sein oder hat die noch eine Chance, woanders in ein Büro unterzukommen? Also du siehst, darüber muss man sich einfach mal Gedanken machen und da durchgehen und auch, also was ich auch sehr wertvoll finde, eben die Mitarbeiter selber zu fragen, wenn die da arbeiten, hast du da vielleicht eine Idee? Ich weiß nicht, wie konkret jetzt das schon für dich war, dass du dir das so bildlich vorstellen kannst, aber so kann man vorgehen und kann auch ohne jetzt die riesen Raumgestaltungsveränderungen durchzuführen, indem ich dann schon mit Farbe oder sonst was anfange, kann ich eben da erstmal schon mal für die einzelnen Personen sorgen, eben dass sie da ihren guten Platz haben. Ja, also ich hatte das nochmal fest für mich, auch für euch. Also es ist wirklich, jetzt waren wir sehr stark beim Büro. Ich möchte auch noch zu den, ich nenne es jetzt mal Aufenthaltsräumen kommen. Ja, dann müssen wir auch noch hin. Position, wo ich im Raum sitze, ist mit das
Entscheidendste. Und erst dann kommt's, an welchem Tisch ich sitze und auf welchem Stuhl und so weiter und so fort. Aber die Position, wo ich sitze, ist für gutes Arbeiten extrem wichtig. Das, da mache ich jetzt nochmal ein Ausrufezeichen hin, weil das jetzt hier auch nochmal vorkam. Okay, gut, dann lass uns mal ein Stück weit von den Büromitarbeitern weggehen, weil ich würde mal sagen, prozentual haben die meisten, die uns zuhören, mehr Mitarbeiter, die nicht im Büro arbeiten und die sich dann in irgendeiner Form in einem Aufenthaltsraum oder sowas aufhalten. Mhm. Ich nehme mal an, auch hier ist die Position von gewissen Dingen entscheidend. Du hast aber jetzt auch schon Dinge angesprochen, die ich auch noch spannend finde. Also die Auswahl von Farben. Ich weiß nicht, wie es mit Pflanzen aussieht. Ja, ich, auf jeden Fall. Ich habe grundsätzlich wenig Pflanzen, weil ich immer zu faul bin, die zu gießen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich gehe mal davon aus, da gibt es auch Dinge, auf die man achten muss. Ja, also klar, wenn jetzt du Monteure hast und letztendlich haben sie ein Auto, wo sie eigentlich unterwegs sind, ist es trotzdem schön, wenn der Mitarbeiter, vielleicht muss er ja zurückkommen und wieder alles umräumen und für die nächste Baustelle das Auto wieder dementsprechend packen, dann ist es halt natürlich schön, wenn er einen Raum hat, wo er mal kurz sich zurückziehen kann. Da ist eine kleine Teeküche drin und kann den Kaffee trinken. Und am besten wäre natürlich, wenn dieser Raum dann auch gleichzeitig vielleicht als Meetingraum oder Update-Raum da ist, um eben mal kurz ein Team-Meeting zu halten. Ja, was ist denn morgens wieder dran? Wenn du das nämlich nicht hast, gibt es nur so Zwischenräume. Das machst du mal kurz im Flur, das machst du mal kurz zwischen Tür und Angel. Und das hat halt auch eine Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter, wenn er da ist, dass er auch irgendwo sich hinsetzen kann. Nehmen wir mal an, er kommt doch zurück und macht die Mittagspause. Ja, wo geht er denn dann hin, wenn es keinen Aufenthaltsraum gibt? Und ich habe auch oft gesehen, dass dann die Aufenthaltsräume, das sind dann gleichzeitig auch irgendwo Lagerräume. Und das ist natürlich, wo ich sage, in der heutigen Zeit, da möchte ich mich nicht hinsetzen. Natürlich jeder, der auf der Baustelle arbeitet, kennt das, dass immer alles dreckig ist und wie auch immer. Aber wenn ich denn schon im Unternehmen wieder zurückgekommen, dann macht's mit mir auf jeden Fall was und mit demjenigen auch, wenn er einen Platz hat, wo er sich wirklich mal kurz zurückzieht. Und es ist keine Lagerstelle, gerade mal einen Tisch und zwei Stühle hingestellt, sondern eben kleine Teeküche, vielleicht einen Kühlschrank, wo er was unterbringen kann. Das sind für mich Standards. Die müssen definitiv da sein. Egal, ob die auf der Baustelle sind oder nicht. Aber ein Angelpunkt, ein Platz für die, also es gilt ja auch, demjenigen einen Platz zu geben im Unternehmen, ist immens wichtig. Ja. Ja, es ist ja auch, ich sage jetzt mal so, mit das beste Teamgefühl und die besten Gespräche kommen eigentlich immer auf, morgens beim Kaffee oder abends beim Bierchen, dass Richtig. Man da nochmal zusammensitzt und so, ne? Das fördert ja das auch extrem. Und wenn ich dafür keinen Platz habe, mal im Sommer kann ich es draußen machen, ja, Richtig. Aber im Winter brauche ich halt dementsprechend einen Platz dafür. Okay, gut, also klarer Platz und dementsprechend auch ausgestattet, ohne dass die Schrauben, die Farben und sonst irgendwas drinstehen. Okay, lass mich nochmal auf das Farbenthema kommen. Mhm. Kommt es drauf an, wie groß der Raum ist, welche Farbe ich nehme, oder nehme ich die Farbe, keine Ahnung, ich nehme Gelb, weil dann sind alle so sonnig drauf, oder also worauf achte ich da, oder muss ich es in meiner Firmenfarbe streichen, also oder nur weiß, worauf sollte ich bei sowas achten? Ja, das ist natürlich jetzt ein absolut riesengroßes Thema, was ich für Farben nehme. Also grundsätzlich ist erstmal so die Ausgangssituation meistens, weil ich keine Ahnung von Farben habe, mache ich erstmal alles weiß. Das ist so auch der Standardspruch, den ich höre. Also mit den Farben ist es schon sehr, sehr, also die Wirkung ist nachher sehr erfrischend und passend, sofern du wirklich dir Gedanken gemacht hast, welche Räume bestimmte Farben gibt. Also jetzt gehe ich mal von mir aus, wenn ich eine Farbkonzept entwickle, damit man so ein bisschen so einen Einblick gibt, wie ich vorgehe. Das
ist anders, wie wenn der Maler sagt, okay, ich mache da jetzt einfach mal eine Farbe hin, weil das so schön ist, mache ich das anders, indem ich wirklich diesen Grundriss eines Unternehmens nehme, Handwerksunternehmen, wie auch immer, und kann darin ganz viele Dinge erkennen. Und da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das zu ausführlich wird, aber ich kann zumindest die Farben dann benutzen. Das geht vom Spektrum von Creme bis eine Wandfarbe, die auch grün sein kann, die kann blau sein, und die hilft mir im Prinzip, meinen Grundriss, der jetzt nicht vollständig ist, ich sag mal, auszugleichen. Also ich setze die Farben in meinem Konzept bewusst ein, um bestimmte Felder zu erweitern. So kann man das mal ganz einfach beschreiben. Und daher ist bei so einem Farb- und Raumkonzept kann ich sehr viel neue Wirkung erzielen. Mache ich das einfach nur so wie du das jetzt meinst, ja, ich mache jetzt mal eine gelbe Wand, finde ich das grundsätzlich erstmal super, weil es eben kein Weiß ist, sondern weil es eben eine Farbe ist. Und du kannst eben noch eine Schippe drauflegen, indem du genau weißt, Mensch, aus dem und dem Grund weiß ich, da kommt jetzt die Farbe grün an die Wand, weil das macht das dann mit mir so und so oder mit der Firma, unterstützt mich. Natürlich das Personal Branding darf natürlich überhaupt nicht fehlen, das ist auch klar. Da kann man auch nochmal genauer gucken, unterstützt das die Menschen? Aber dieses wirkliche Farbkonzept, was den Unternehmer als Eigentümer unterstützt oder auch die Mitarbeiter und dann nachher die Kunden, das ist schon nicht einfach mal so, ich mache mal schnell eine Farbe. Also da steckt noch viel Wissen und genaue Analyse dahinter. Also da lege ich auch sehr viel Wert drauf, weil wenn das sitzt nach der Positionierung von deinen Möbeln, dann hast du noch mehr viel gewonnen und merkst wirklich einen extremen Unterschied, wie das in den Räumen wirkt. Ja, dann fasse ich mal für mich und für euch wieder zusammen. Also da sind wir dann auch gleich beim Benefit, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Also wenn man da wirklich gerade jetzt in so einem Aufenthaltsraum sich mal Gedanken drüber macht, Positionierung, Farben und so weiter, habe ich auch wirklich für meine Mitarbeiter einen Raum geschaffen, wo die sich wohlfühlen, wo auch so eine Teamstimmung aufkommen kann. Und da habe ich ja dann wirklich einen Mega-Benefit draus. Ja. Ne? Also das ist auch wieder was ich dann für die Werbung von neuen Mitarbeitern verwenden kann. Die Stimmung ist besser und. Also da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das wäre jetzt so die Erkenntnis Nummer eins. Mhm. Die zweite Erkenntnis für mich, das könnte ich jetzt mal in einem Reim zusammenfassen. Wenn ich nichts weiß, dann mache ich es weiß. Das ist witzig, ja. Vielleicht wäre das mal was für eine Podcast-Folge von dir, ja. Also, du darfst das gerne verwenden. Aber das kann mir jetzt so, also wenn ich nichts weiß, dann mache ich es weiß. Egal. Gut, okay, also, ja. Cool. Dann lass uns noch ein paar Tipps einflechten. Zum Thema Kunde. Ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich mit Position und so weiter und so fort. Aber vielleicht hast du hier nur so ein paar Ideen für Leute, die vielleicht einen Showroom haben oder sowas. Gibt's da Ideen? Also wie leite ich die Kunden durch? Du hast schon was gesagt, wenn es mehrere Türen gibt und eine, da sollen die eigentlich gar nicht hin, dann stelle ich was davor oder wie auch immer. Also, dass du hier vielleicht einfach nochmal zur Abrundung dieses Dreiklangs ein paar Tipps für uns hast. Ja, zum einen musst du erstmal überhaupt gefunden werden. Das gibt es auch so häufig, dass das so es manchmal erklärungsbedürftig ist, wo bist du denn? Also du musst dann bitte um die Ecke gehen und da findest du dann den Eingang. Also da gilt's wirklich, den Showroom nicht unbedingt die 1A-Lage, aber zumindest so zu gestalten von außen, von der Außenfassade, dass du gefunden wirst, dass klar definiert ist mit deinem Logo, dass du da gesehen wirst, dass es wirklich eine Bepflanzung rechts und links mit Bodenvasen vor der Tür gibt. Also dann zentrierst du das nochmal. Also dass auch das Erscheinungsbild deines Unternehmens da schon sichtbar wird. Und dann hast du schon mal viel gewonnen, weil du die Energie auf dich gezogen hast, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also morgens stellst du Fahnen raus, die flackern, wenn eben zu viel Verkehr ist, weil sonst fahren die zu schnell vorbei und finden nicht und huch, ich bin vorbeigefahren. Also du musst in der Hinsicht schon mal
auf dich aufmerksam machen, dass du da bist. So, und dann kommt der Kunde rein und wie gesagt schon eingangs, braucht er eine Orientierung. Was auf jeden Fall noch wichtig ist, dass es auch irgendwo einen Platz für den Kunden und den Berater, wie auch immer, gibt, wo du dich hinsetzen kannst, dass du auch in der Nähe eine Teeküche hast, um dem Kunden dann auch seinen Kaffee zu geben. Also nehmen wir mal an, du hast ein Malergeschäft und willst jetzt eine Tapete aussuchen, dann sollte es auch in deinem ganzen Unternehmensstruktur sichtbar sein. Also da sind die Tapeten auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir dann die Bodenbelege, dann sind die Bodenbelege wiederum sortiert. Einmal haben wir Parkett, einmal haben wir Designbelag, einmal haben wir Teppichboden zum Beispiel. Und so sollte auch eine klare Sortierung sichtbar sein. Das hat auch zum Vorteil eben für denjenigen, der beraten tut, dann kann er den Kunden dorthin nehmen und dort dann aussuchen lassen. Und nachher tut man sowieso alle Dinge zusammentragen. Also diese Struktur im Raum ist auch da wieder ganz wichtig, wie du hörst, dass klar definiert ist, wo du dich befindest. Weil das kennen wir von IKEA, das kennen wir von großen anderen Firmen, wo geleitet wird. Klar werden da so Kojen gezeigt, aber letztendlich weißt du nachher, hier haben wir jetzt die Geschirrabteilung, ne, und so weiter. Also die Struktur ist ganz, ganz wichtig, weil das zeigt dem Kunden auch einen klaren Überblick, was du bei dem bekommst. Und wenn das schon mal da ist, dann gilt es natürlich mit kleinen räumlichen Trennungen, wie zum Beispiel diese Insel, von der ich gesprochen habe, wo die sich hinsetzen können und mal kurz ein privates ein Talk mal kurz zu sprechen oder erstmal ankommen, sich kennenlernen und den Kaffee da trinken, dann macht es halt auch Sinn, wenn das Ganze zum Beispiel auf einem Teppich stattfindet, ne, dann hast du so eine Insel geschaffen, wenn es sonst sehr kühl ist, weil es jetzt mehr eben der Handwerksbetrieb ist, ne? Also das ist schon mal ein Tipp. Dann gilt es auf jeden Fall zu gucken, habe ich die Fenster wenigstens vielleicht mal ein bisschen mit Gardinen oder mit eben Vorhängen verschönert. Also der Kunde kauft halt wirklich, wenn er sich wohlfühlt. Und dem musst du eben gerecht werden. Und das ist eigentlich die absolute Nummer eins. Dass das eben auch fühlbar ist, dass die das merken und dass da was für getan wird. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Gefühl. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich kaufe ein Bad und ich lege also bei mir persönlich dann Wert drauf, dass das schön gestaltet ist und harmonisch ist und alles super passt. Und dann komme ich zum Aussuchen und dann komme ich irgendwo hin, wo, keine Ahnung, überall die Katalogstapel mich erschlagen oder irgend sowas in der Richtung. Ja, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich zu jemandem komme, der mich jetzt dahingehend gut beraten könnte, wie das designt ist. Auch wenn das vielleicht kann, aber wie gesagt, es ist halt erstmal der Eindruck, der dem entgegenspricht. Das kann ich gut verstehen. Und der erste Eindruck zählt. Da muss ich einhaken. Ja. Der erste Eindruck zählt. Das nimmst du auch alles unbewusst wahr. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Eine Frage vielleicht noch, weil wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, über das Thema Sitzen. Also in der Regel, wenn ich so einen Besprechungsraum habe, da habe ich ja mit Sicherheit auch einen Tisch und ein paar Stühle drinstehen, logischerweise. Macht es Sinn, einen speziellen Platz auszusuchen, wo immer der Kunde sitzt? Oder soll er sich da hinsetzen, wo er am wohlsten fühlt? Oder wie ist das am besten? Ja, letztendlich hast du ja diese Sitzplatz-Situation ja auch so wieder positioniert, dass dann, egal wie viel Stühle da stehen, jeder auch sehr gut quasi sitzt. Das kannst du in Form von Stühlen auch dementsprechend herstellen. Also es gibt auch Stühle, die haben eine hohe Rückenlehne. Dann nimmst du die, positionierst du die an der Stelle, wo derjenige mit dem Rücken sitzt, also mit einer hohen Rückenlehne, dann hat er unbewusst schon wieder mehr Rückenschutz. Und die anderen Stühle, es müssen ja nicht immer alle gleich sein, sind dann mit kürzeren Rückenlehnen. Und die stehen natürlich auf der Seite, wo sie wunderbar den Überblick haben. Also solche Kleinigkeiten gehen halt auch. Und ich sage auch immer, bevor du irgendwas Neues kaufst,
guck erstmal, was in deinem ganzen Bestand ist. Und weil das ist ja auch das, was dich ausmacht und das zeigt dich dann auch wieder. Also das heißt nicht, dass das jetzt das Designerstück sein muss, nur weil man es jetzt zeigen will, sondern dass man eben jetzt erstmal diese Positionierung und die kleinen Inseln schafft mit dem, was eben da ist. Okay. Ja, ist Wahnsinn, worauf man alles achten kann. Also ich habe ja wirklich versucht, mir da vorher drüber Gedanken zu machen, was kann ich dich alles fragen, aber auf so viele Details wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen, aber dafür okay. Gibt es ja Leute wie dich, die sich mit sowas auskennen. Okay, also finde ich wirklich sehr, sehr spannend, wenn ihr dahingehend weitere Informationen haben möchtet. Ihr werdet Friederikes Webseite in den Shownotes finden. Guckt euch da gerne mal um und dann hast du jetzt zum Abschluss noch die Gelegenheit, einen flammenden Appell an alle Zuhörer zu richten, rund um das Thema Raumgestaltung etc. und so weiter. Hau raus, was du raushauen möchtest. Ja, danke für diese Einladung. Ja, sehr gerne. Also, bewusste Raumgestaltung macht viel. Hol dir jemanden, der sich damit auskennt, wenn du das selber nicht dieses Gefühl hast. Es ist nicht schlimm. Und mit vielen kleinen Tricks, mit dem vorhandenen Dingen schaffst du extreme Veränderungen. Und gerade diese Veränderung macht eben den Mitarbeitern Spaß. Sie sehen, wenn du in der Raumgestaltung was veränderst, dann wird sich auch in der Struktur des Unternehmens was verändern. Das ist so eine Symbiose. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, wenn jemand oder der Unternehmer was verändern will, dann kann er das sichtbar machen in Form von einer neuen Raumgestaltung. Und für die Kunden, die sehen das und wertschätzen das, wenn du auch auf sie achtest, wie sie reinkommen. Und natürlich die Mitarbeiter, wenn sie Aufenthaltsraum haben und wenn sie nicht die schlimmste Toilette haben, die es überhaupt gibt, sondern dass die auch renoviert ist. Das ist eine Wertschätzung gegenüber den ganzen Mitarbeitern. Das ist so wichtig und das kann man gar nicht bezahlen, was das nachher ausmacht. Und die Außenwirkung für alle Unternehmen, die können mit Stolz auch ohne Probleme mal sein Unternehmen in Video zeigen, weil der Kräftemangel, der Mitarbeiterkräftemangel ist ja da und deswegen muss es repräsentativ sein und es geht auch mit kleinen Mitteln und nicht gleich das große Ganze. Ich hoffe, das war tada, rübergekommen. Ja, voll, ich bin schon hier. Ich habe alle den Schreibtisch verrückt, wenn du gesprochen hast. Ja, du sitzt auch mit dem Rücken zur Tür, Jörg. Das habe ich gesehen. Ja, ich weiß, aber ich hab überhaupt keine Tür. Ja, bei mir ist die Tür ausgebaut, weil das ist in meinem Büro hier, ja, ist das offen. Also hinter mir ist dann der Vorraum und dann geht rechts nochmal ein Büro ab und da ist dann die Teeküche noch auf der anderen Seite. Mhm. Und also mein Schreibtisch steht so, weil ich beim Arbeiten, ich arbeite ja auch sehr viel kreativ, sage ich das jetzt mal. Ja. Also ich denke mir Bücher aus, ich schreibe Newsletter etc. und so weiter. Und ich schaue beim Arbeiten gerne aus dem Fenster. Mhm. Deswegen steht mein Tisch so. Also weil ich habe zwar, wenn ich auf meinen Bildschirm gucke, habe ich jetzt Blickrichtung zur Ecke Wand. Ich habe so einen Schreibtisch, der übers Eck geht. Mhm. Und wenn ich meinen Blick ganz leicht nach rechts mache, das kann ich jetzt auch machen, dann schaue ich aus dem Fenster auf die Straße und sehe sozusagen ein bisschen das Leben. Ja, das ist für mich super. Wichtig. Ich gucke dann manchmal raus und während ich ein Auto herfahren sehe, habe ich die Idee, die ich gerade brauche. So, so ist das bei mir häufig mal. Weil wenn ich nämlich nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen wollen würde, das war ein schwieriger Satz, dann würde ich halt zur Wand gucken. Und genau das will ich halt nicht. Ja. Aber ja, mir gefällt's. Ja, das ist das Wichtigste und vielleicht justierst du es noch ein bisschen rum. Schon sitzt du hinter deiner neuen tollen Flyer, den du gemacht hast und hast mehr den Blick zur Tür, dann ist doch alles gut. Zum Beispiel. Ja, den mache ich wieder weg. Den habe ich nur aufgehängt wegen Videos. Alles gut. Jetzt soweit. Das ist alles gut. Okay. Also Leute, ihr habt gehört, man kann hier eine ganze Menge machen und hat dementsprechend auch eine ganze Menge, was man für sich, für seine Mitarbeiter und auch Kunden daraus ziehen kann. Denkt mal drüber nach und hört auf jeden Fall nächste Woche wieder in den Workerscast rein. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.
Oh ja, ja, vielen Dank.